So, hallo und herzlich willkommen zu Attack on Titan Wings of Freedom. Das Spiel ist heute, soweit ich weiß, erschienen für die PS4, PS3, Vita und die Xbox One. Und wir spielen es hier auf der Xbox One, den Angriffsmodus. Das ist der Story-Modus, der Einzelspieler-Modus. Ich habe das Spiel schon ein bisschen gespielt. Es ist sehr angelehnt an der Anime-Vorlage und auch an dem ersten Attack on Titan-Spiel, was es schon gab für den Nintendo 3DS. Ist eigentlich sogar eine unverschämte Umsetzung der 3DS-Version von dem Entwicklerstudio für die großen Konsolen, was die wenigsten wissen, weil der ursprüngliche 3DS-Teil sehr wenig Anklang bekommen hat. Aber es folgt dem Anime, wie gesagt, sehr nah. Und man kann hier die Scout-Einheit spielen. Wir sind hier Aaron aus dem Anime. Ist alles sehr schön ins Deutsche übersetzt. Leider nicht alles vertont und es gibt auch die englische Vertonung aus. Es gibt nur die japanische Sprachausgabe. Wir haben jetzt hier schon ein, zwei Titanen erledigt. Und mehr Möglichkeiten. Es gibt nämlich immer so Logistiker, wo wir dann unser Equipment ein bisschen aufbessern können. Ich habe jetzt hier schon Klinge der ersten Generation mir geholt. Kommt dann immer Regimentsgelder für verschiedene Missionen. Und Materialien, die Titans dann wiederum droppen. Schutzrumpfscheide. 60 Gasdruck verringert. Na, ist nicht so gut. Ich lasse einfach mal das Equipment, das ich mir hier geholt hatte. Und dann kann man hier auch noch was machen. Okay, das sind nur Materialien, die wir uns hier kaufen können und dann hier beim Upgraden einsetzen können, aber nachdem wir noch nicht so viel freigeschaltet haben, brauchen wir das jetzt aktuell noch nicht. Ich glaube, es gibt so ein bisschen Probleme mit dem Stream, aber ich hoffe, es ist in Ordnung. Okay, los geht's. Auf in die Schlacht. Ladezeiten sind ziemlich. Aber man bekommt ja immer so Hintergrundinfos über die Charaktere. Von der Story her ist es ja in der Zeit so. Ich hoffe, man hört das alles und sieht das alles trotz zeitverzögertem Streaming durch die Xbox One. Die Menschheit ist überrannt von diesen riesigen Titanen, die Menschheit nur auffressen will. Und die Menschen haben sich verschanzt hinter drei Mauern und die erste Mauer ist jetzt schon gefallen. 1000 Jahre ging alles gut, dann ist die erste Mauer gefallen und die Titanen rücken immer weiter vor. Und die Menschheit muss sich zur Wehr setzen.公営を中東兵団の迎撃班中英を支援班が率いる訓練兵団公営を中東兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ伝令によると戦艦班はすでに全滅したとのことだ外門が突破され巨人が侵入してきている住民の避難が完了するまでウォール・ローゼを死守せよ解散はっ Ja, Jean oder Sean ist so ein bisschen der Gegenpol zu Aaron. Aaron will unbedingt in die Schlacht und Jean will sich einfach nur verstecken. Ich finde allgemein, dass die Charaktere sehr nah an der Vorlage sind. Es hat aber so einen eigenen Titel. Fast alle wichtigen Story-Sequenzen haben sie umgesetzt im Spiel. Und dann nicht einfach die Anime-Szenen genommen, sondern komplett neu alles gerendert. Natürlich kann er sich nicht erlauben. Oh, sogar jetzt hier mit Unschärfe-Effekten. Na, Armi, das ist eine gute Möglichkeit, oder?
Was ein bisschen komisch ist, die haben alle deutschen Namen. Der eine heißt Hannes, der nächste heißt Arne. Irgendwie so ein japanisches Ding. ああ、間違いない。言っとくけど、今期の調査兵団志願者はいっぱいいるんだからね。誰が巨人を多く狩れるか勝負だ。数をちょろまかすなよ。34班前進、前衛の支援につけ。 Ist schon echt toll inszeniert, auch mit den Lichteffekten hier. So, jetzt geht's in die Schlacht hoffentlich. Hier seht ihr schon das 3D-Manöver-Gear. Das sind so mit Gasdruck betriebene Turbinen. Und mit der X-Taste kann ich mich hier so vor schwingen und mit der A-Taste kann ich so einen Boost machen. Und da die roten Punkte dürfen die Titans sein. Ah, okay, man kann bis zu 4 Teammitglieder rekrutieren. Die haben die Ränge S bis C. Das ist der beste Rang. Hallo? Wie kommt jetzt hier oben? Okay, er ist ein C, ist eigentlich eher ein schwächerer, aber okay, nehmen wir ihn mal. B. Oder sie. Man kann die dann auch so rudimentäre Befehle geben hier. Bewachen, ausschwärmen, konzentrieren. Das ist ein bisschen fehlgeleitete Übersetzung. Konzentrieren heißt eigentlich nur concentrate. Aber würde wahrscheinlich besser passen, auf einen Gegner sich zu konzentrieren. Bei ausschwärmen gehen sie einfach alleine vor. Bei Bewachen, wenn es jetzt ein Ziel ist, das man beschützen muss, dann bleiben sie unter diesem Ziel. Armin ist auch dabei. Okay, los geht's. Machen wir mal konzentrieren, dass wir alle einen Titan beackern. Okay, da ist schon der erste wahrscheinlich. Ich wollte eigentlich noch ein paar mehr Leute einsammeln, aber okay. Ah, durch die Nebenmission bekommen wir dann zusätzliche Materialien. Gehen wir doch nochmal. Hallo, genau. Oh Gott. Ist halt kein Spider-Man. Der Arrow. Zack. Du kannst dich hier sehr schön boosten. Ah, dieser grüne Balken zeigt wohl an, wie viel Zeit wir haben. Dann nehmen wir noch einen mit. Eine Mitstreiterin. Sehr hohe Stimme. Da hinten ist ein Titan, wie ihr gerade gesehen hattet. Sieht auch so cool. Aber ich versuche jetzt mal hier den Typen zu retten. Ah, das funktioniert ganz gut. Okay, jetzt da hoch. Jetzt mit R1 kommen wir in den Kampfmodus, können mit dem rechten Stick die verschiedenen Zonen anvisieren und mit Y schön in den Nacken reinstechen. Schön, dass er dauert. Das ging schnell, überraschend. Okay, jetzt haben wir die gerettet. So, ein bisschen was machen. Den können wir jetzt mitnehmen, theoretisch. Aber, oh. Aber Aaron hat andere Pläne. Ah, jetzt können wir den swappen. Zum Beispiel für... Senior. Alright. Da oben ist noch ein Ausrufezeichen. Bezwinge die Gruppe großer Titanen. Nice, das machen wir einfach hier. So, wir können auch andere Zonen anvisieren, aber wir müssen öfter mal in Deckung gehen. Hier zum Beispiel mal die Beine anvisieren. Zack. Kommt dann wie in einem Rollenspiel mal die Schadenspunkte angezeigt. Zack. Also ein Stich in den Nacken. Da gehen die immer down. Das ist ihr Schwachpunkt. Ist auch wieder nur 10, nehmen wir nicht mit. Nehmen wir so eine Verbesserung.
Hello. So, jetzt ist er auf dem Boden. Ne? Man kann hier sogar einzelne Körperteile abschlagen, was mich überrascht hat. Weil die USK das sicher nicht so gerne sieht. Okay. Und down ist er. Man bekommt immer so Medaillen, wenn man nicht einmal getroffen worden ist vom Titan und so. Und dann immer Boni am Ende jedes Levels. Das ist jetzt das erste große Level, das ich spiele. Und das ist echt richtig groß. Im 3DS-Spiel war der Kampf sehr, sehr ähnlich. Und auch diese Materialien und Erfahrungspunkte hat's. Aber das Spiel sah wesentlich schlechter aus. Und die Arenen waren wesentlich kleiner. Hier kann man ja wirklich überall hoch. Und sogar hier rüber? Nee. Also wer den Anime gesehen hat, der kennt natürlich hier die verschiedenen Gegenden. Jetzt haben wir mal hier noch zu retten. Ein mittlerer Titan nur? Ja, den schaffen wir doch. Auf jeden Fall. Oh, Lichtaufteil konzentriert. Knapp vorbei. Ihr seht auch links an meiner Anzeige, dass ich nicht mehr so viel Gas im Tank habe. Zack. Überragende Mission. Mission erfolgreich. Dann ist jetzt die Mission schon vorbei. Und ich glaube, wir können jetzt nicht mehr machen. Oder dürfen wir noch weitermachen? Ja. Erstmal ihn hier. Oh, das ist ein schneller Kleiner. Jetzt können wir zum Beispiel einfach mal sagen, ausschwärmen und dann verteilen sie sich so ein bisschen und attackieren von alleine. Du bist dran. Zack. Kommt ja schön in einen Flow rein. Jetzt muss ich mir aber neues Equipment suchen. Oh, auf einen gefressenen Soldaten. Ah, okay, wir brauchen dann quasi keinen Logistiker, was wir hier an so einem Materialien einsammeln von den gefallenen Titanen. Hier zum Beispiel. Au, seid im Gericht. Solange man mich nicht in die Hand nimmt und frisst, passt alles. So, jetzt habe ich hier diesen Gastank gerade aufgesammelt. Den hatte praktischerweise der gefallene Titane bei sich. Und neu klingt dann ist die untere Anzeige. Die nutzen sie sich nämlich ab, das finde ich ganz cool. Ja, in den Kampfmodus rein und zack, schön in den Nacken rein. 8 Besiegte habe ich jetzt. Das ist immer so eine kleine Competition zwischen den verschiedenen Scouts hier. Also sind hier wieder Logistiker, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Rechts oben, ich glaube, der rote Balken sind dann wahrscheinlich die Titanen, wie stark die sind, und der blaue Balken, wie stark unsere Fraktion. Ja, kein Problem. Es gibt auch einen Multiplayer-Modus für bis zu 4 Spieler. Online dann. Der Lokalmodus gibt es nicht. Einer. Muss immer auf die Geschwindigkeit achten, mit der man hier auf die Titanen zuschneidet. Und im Koop-Modus verfolgt man nicht die Story, da gibt es so einzelne Missionen. Und auch da gibt es dann Erfahrungspunkte, neues Equipment, was man sich freischalten kann. Bin ich mal gespannt, werde ich mal ausprobieren, den Koop-Modus. Gab's ja auf dem 3DS auch, aber leider haben wir zu viele Spiele. Oh, oh shit, jetzt hat er mich, jetzt muss ich ganz schnell wegschauen. Oder ein Teamkamerad attackiert. Oh, ich glaube, ich brauche ein bisschen Energie, das sieht nicht gut aus. Ja, jetzt geht's wieder. Okay, die schnappen wir uns.
Auf geht's, Aaron. Oh, da spritzt das bisschen Blut. Hoch. Kampfmodus. Oh, da war nix. Ganz schnell ist noch nix. Bin ich jetzt gestorben? Nee, nicht ganz. Aber fast. Oh, ich muss hier weg. Raus aus dem Kampfmodus. Oh, jetzt hat er mich geheilt. Das war ja nett. Cool. Auf die Kniescheibe. Und die andere auch noch. Dann liegt der ganze Boden hoffentlich. Jetzt können wir schön auf den Nacken hoffentlich. Ah, war nicht so gut. Oh, jetzt krabbelt er so. Das ist ja echt cool gemacht. So, jetzt zack. Ja. Klappt. Jetzt heile ich mich aber dann doch mal. Aber der Fett war zu dick. Ich kann erst hier so ein bisschen dashen und dann nochmal X drücken und dann kann ich auf zu schwere Leute mit Y draufschlagen. Okay, jetzt schnappt ihn euch. Ah, der ist nicht so einfach. Der dreht sich ganz schön schnell. Ich komm nicht ran. Jetzt. You go down. Zeit für Finalunterwerfung erschienen. Nee, die Besetzung ist so lala. Alles klar, okay. Liegt hier auch auf dem Mittel. Schließt Nebenmission ab und zur Tunnelkapitale eines Titanen, um die Entscheidungsschlachtsignalanzeige zu füllen. Wenn sie aufgefüllt ist, drücke RT, um das Signal auf Entscheidungsschlacht zu aktivieren. Okay, wir werden quasi zum Super Saiyajin. Mit RT. Geil. Jetzt geht's ab. Ja, wo bin ich? Ah, oh, das ist nicht so. Zack, jetzt. Schön alle jetzt konzentrieren auf den einen. Zack. Oh, ihr seht oben den Lebensbalken und den Nacken. Der geht runter. Was weg. Jetzt ist er da. Geil. Und der fällt das. Boah, das ist schon geil gemacht. Aber wieso rumschwingen? Können wir jetzt nicht mehr やめてください。
仲間が食われている光景を眺めているんだ。 Ja, also die Zwischensequenzen orientieren sich sehr stark an Anime, sind aber echt top. Kommt immer so Statistik nach jeder Mission. Bei den Unterwerfungen war ich nicht so gut, das war ich ziemlich okay. Oh, gleich zwei neue Stufen aufgestiegen. Und allerlei neue Materialien nach. Und natürlich ein neues Achievement. So, jetzt sind wir in Mikasa. Weil Eren wurde ja gerade gefressen. Und genauso war auch das 3DS-Spiel, dass man immer zwischen den verschiedenen Charakteren hin und her gehüpft ist. Können wir wieder mit allen Beteiligten sprechen, wir können unser Equipment aufrüsten und das alles schon ganz cool gemacht. Mal schauen, ob sie was anderes auswählen kann. Ne, sie hat das gleiche Equipment. Das ist unsere jetzige. Ich glaube, da brauchen wir auch nichts dran verändern. Ich weiß jetzt nicht, ob so viel Geld, wie ich das jetzt sinnvoll ausgeben kann. Bringt mir das was, wenn ich Materialien kaufe? Ich kaufe jetzt einfach mal Eisenteile. Einfach mal 4 Stück. Weil ich es kann. Jetzt habe ich 11 davon. Und jetzt? Was kann ich damit aufrüsten? Moment. Ausrüstungsmodifizierung. Okay, da kann ich die Sachen auswählen. Da haben wir die verschiedenen Reiter, die hat man aber hier auch nochmal. Und Neuentwicklung. Klingeln. Nicht von Anfang an auch alle zur Auswahl. Deswegen wundert es mich jetzt, was anderes entwickeln kann. Weil jeder ist quasi so auf einen eigenen Spielstil zugeschnitten, jede der verschiedenen Ausrüstungsmöglichkeiten hier. Und mir reicht es eigentlich so, wie die sind. Jetzt weiß ich nicht, was mir das bringt eigentlich überhaupt, die ganzen Materialien einzusammeln, nachdem ich sie nicht einsetzen kann. Schade. Hm. Ja, man muss hier nicht mit jedem reden, eine Kamera machen. Ja, sie ist jetzt ziemlich viel drauf. Mikasa. Ackermann, okay, sie ist sogar Ackermann. Mikasa Ackermann, natürlich, warum nicht? Norma haben wir gerade gesehen, das sind die, die so schnell sind und springen können. Ein Ausdruck, der alle Titanen bezeichnet, deren Verhalten von der Norm abweicht. Bin mal gespannt, ob man dann später sogar auch diesen anderen Titanen da spielen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, aber den mit den schwarzen Zottelhaaren, der eventuell unserer Heldengruppe nicht gerade feindlich gesinnt ist.
Okay, noch mehr Abnormal. Die Kase hat's einfach drauf. Zack. Das Spiel kommt übrigens von Omega Force. Dürfen einige schon kennen, das Entwicklerstudio. Für diese ganzen Open World 3D-Prügler. Ich glaube, die ganzen Warriors-Spiele sind von denen, aber ich kann mich natürlich täuschen. Defensivziele, okay. Also Leute beschützen quasi. Die Einwohner in dem Fall. Einige Tische haben wir zwar immer das ab, nur haben wir doch gleich schon. Okay. Go, go, go. Schneller. Schneller. Oh, das war knapp. Aber der liegt ja noch. Jetzt. Ja, was machst du denn? Das sollst du ihn doch erledigen. Ah, das war ein Kettenangriff wohl. Ich hab dann schnell nochmal Y gedrückt und dann bin ich nochmal an die gleiche Stelle gedasht. Wie sie schon wieder vollkommen voller Pixel-View ist. Oh, schnell dahin, die Einwohner. Oh, shit. Wow, der war ziemlich geil. Das ist noch ein Nebenziel, das grüne Ausrufezeichen, aber jetzt. Ja, ja, brauchst du nicht jedes Mal sagen. Oh, also man kommt ja ziemlich schnell rein, hat jetzt sehr schnell diesen Flow. Komm jetzt. Ah, er ist schnell. Jetzt hab ich. Und da ist noch einer. Oh shit, er hat mich. Okay. Schön jetzt mal auf den Arm. Boah, wie abfällt. Den zweiten auch noch. Kann er nicht mal schlagen oder die Leute packen. Oh, da ist noch einer. So, der ist down. Ist abgehackt, schön. Oh, ich kann nicht mehr, ich muss mich heilen. Einmal kurz einen Bogen und weg bist du. Nice. Ich hoffe, ich habe keinen Einwohner verloren. Das habe ich aber leider die Nebenmission nicht gemacht. Kann ich aber wohl noch machen. Ja, gleich, erstmal hier. Gleich zwei. Kommt zur Rettung. Und weg bist du. Danke. Beide down, oder? Nee. Oder?
Brauche ich aber unbedingt neues Equipment. Ich hoffe, der hat was gedroppt. Ich kann noch mitkommen, oder? Oh cool, die hat mir uns gegeben. Sehr nett. Jetzt kann ich wieder meinen Super-Move mit RT machen. Noch kurz die Klingen ausgetauscht. Und weiter geht's. Man hat nicht immer hundertprozentig die Kontrolle. Aber ich glaube, das hast du gewollt. Sag ich jetzt einfach mal. Komm jetzt da hoch. Ist jetzt nicht so einfach zu steuern wie ein Batman zum Beispiel. Oder ein Spider-Man-Spiel. Amazing Spider-Man 2. Dann komm da hoch. Nächste Cutscene. やっと撤退命令が出たってのに、ガス切れで壁を登れねえ。だったら、市川塚、あそこに村がある巨人をやるしかねえだろ。本部なら、ガスを補給できる。ただ逃げ回って、残り少ないガスを使い果たせば、本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。 アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。 今は干渉的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、 私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指を加えたりしてればいい。加えてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。 Das ist schon sehr cool, wie nah das an dem Anime ist und diese einzelnen Situationen da aufgegriffen werden. Wie das gefressen werden von Aaron und jetzt diese Hetzjagd zur Basis. Und dann sehen wir ja den großen Turm auch und eventuell eine neue Art von Titan. Wenn ich jetzt mal hier hochkomme, ey. Aber wie sie ständig labern, das ist schon ein bisschen viel. In der Hitze des Gefechts ist es nicht immer so einfach, die gewünschten Zonen anzuvisieren. Das muss ich schon sagen. Oh, das war nix. Ich kann schon nicht mehr. Oh, jetzt muss ich hier mal raus. Das Ende des Böse. Oh, hier ist noch eine Nebenmission. Was ist mir hier alles entdeckt?
Komm, den holen wir uns. Du bist schon auf dem Dach oben. Ich kann nur in den Kampfmodus wechseln, wenn ich sehr nah am Gegner bin. Und gerade ist es ein bisschen schwer. So, jetzt aber. Wir grinsen. Dieses unheimliche Grinsen von den Titanen, das haben sie schon gut auf dem hier. Alter. Hier ran. Jetzt. Wenn es dann einmal so aufblitzt, dann weiß man hat die richtige Geschwindigkeit. Wir wollen aber alle retten natürlich. Am besten erstmal hier hätte. Oh Mann, manchmal ist es echt nicht so einfach. Also obwohl man im Anime rushen sie ja wirklich direkt dahin, weil sie echt keinen Treibstoff mehr haben. Hier ist es mehr so, man hat sehr viel Treibstoff. Okay, jetzt aber. Nice. Haben wir geschafft hier, oder? Jo. Was mit? Den noch mit. Hallo. Oh ja, ich bräuchte schon ein bisschen Equipment. Ich glaube, hier ist so ein bisschen was. Diese Schatztruhen oder so. Schön ist, dass man kein wirkliches Zeitlimit hat. Alle Gegenstände, okay, ja. Mal Finger. Mal Gas. Und dann kann er ja auch direkt mitkommen, wo ich. Oh, falsche Tasse, mein Gott, nun kann man das nicht canceln. Interessant ist, dass das Spiel ursprünglich nur für die PlayStation-Plattform entwickelt wurde, von Omega Force und in Japan erschienen ist, schon vor geraumer Zeit. Irgendwann letztes Jahr. Und für die Xbox gibt es nur hier. Funktioniert aber sehr gut. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass die Portierung so ja, jetzt habe ich nochmal aufgefüllt. Naja, macht ja nichts. So, voll ausgerüstet. Weiter geht's. Müssen wir uns aber beeilen, dass wir den hier auch noch retten. Hier. Und direkt hin und zack. Und nochmal. Ah, falsch. Wenn man einmal den Stick berührt, werft man hier vorschnell auf die Gegner, dann geht er wieder raus. Ist der Dash. Ja, da hat er sich gerade umgedreht. Aber die haben wir noch erledigt inzwischen. Aber es sind so viele Titanen, die sollten wir jetzt langsam mal alle erwischen. Die Basis nimmt nämlich Schaden, wie ihr seht links. Den beiden. Das ist halt nicht aufgefallen. Also so ein bisschen Zeitlimit hat man dann doch. Okay, Conny. Perfekt. Okay, jetzt sind nur noch hier Titan an der Basis. Das Bezirk ist tot. Okay, jetzt kommt der Dicke, der Hunger hat.
Sag die Leuchtpistole. Dann geht's wieder ab. Ich will doch auf den Nacken direkt. Ja. Ja. Oh, der nächste. Oh, wo darf ich nicht? Mit weiteren Schaden. Oha. Die machen alles kaputt. Darf ich wieder spielen? Oh, fuck. Oh, ja, ich muss mich halten. Ich muss weg. Das läuft hier gerade nicht so gut, wie ihr merkt. So, Kevin. Boah, wie viele da sind, ist ja nicht mehr normal. Sogar die Titanenfähigkeit. Dünne Titanen sind sehr beweglich. Okay. Wird die Ankeranzeige rot und beginnt zu flimmern, musst du dich bei allen Körperteilen des Titans schnell zerschmettern. Okay, cool. Ja, hoch mit dir. Wow. Oh. War noch einer am Weg. Okay, das Ganze ist ja mal weg. Oh, SOS. Armin ist in trouble. Aber wo? Jetzt habe ich ihn aus dem Auge verloren. Naja. Schon klar. Ja, vielleicht dann doch nicht konzentrieren, vielleicht doch mehr ausschwärmen. Schön, wie hier alles kaputt geht. So, jetzt. Zack. Und dann dahinter direkt der nächste. Und jetzt. Ah, hatte ich nicht direkt die Schwierigkeit. Nochmal. Ah, jetzt bin ich down. Jetzt bin ich gut gesundern. Jetzt bin ich down. Das ist schon zur Hälfte der Nackendauer. Okay, einmal noch. Was macht ihr da? Wie sieht gesund aus? Zack, da unten so. Das kleine Vieh erledigt. Aber schön, dass die Framerate doch relativ stabil bleibt. Möchte man nicht meinen bei dem Chaos. Oh, geh raus aus dem Kampfmodus. Weg hier. Lass uns mal kurz nachtanken. Ah, da ist noch so einer, der ein bisschen leuchtet. Den gehe ich mal an. Wenn mich das Spiel lässt, natürlich. Jetzt. Erstmal hier. Ja, das rüber. Der haut ab. Ha. Das ist ja ganz interessant hier. Wow. Wieder Spitze. Wow. Gerade noch so weggedasht. Cool. Aber ich glaube, die kann hier nicht so schwer mehr. Deswegen auch diese gelben Symbole. Aber hier in den Armen kann ich ihn drin. Jetzt ist der Nacken doch frei. Oh, 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 oh. Jetzt. Geil. Boah, das wird viel Schaden gemacht.
Oh shit. Ich doch nochmal kurz weg. Oh. Hab ich jetzt verloren. Und noch mehr Schaden, okay. Shit. Aber cool, wie die immer weiter hier rein dringen. Okay, jetzt muss ich heilen. Aber ganz schnell. Und jetzt geht's weiter. Komm jetzt. Zack. Geil, einmal noch. Oh, oh, oh. Was machst du denn? Wieder ganz woanders. Warum kann ich jetzt nicht hoch? Dark Wreck bist du. Ist unerfolgreich. Okay, cool. Man musste gar nicht alle erledigen, denn jetzt kommt die große Cutscene. Bin mal gespannt, wie sie das umgesetzt haben jetzt. この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だった。私はもう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわが巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。Ja, damit hat man nämlich nicht gerechnet, wenn ich schon den Anime kennt. Das Ganze nicht auch schon in der 3DS-Version gesehen hatte.Ja, ich weiß auch nicht, ob der Stream jetzt so gut gelaufen ist. Ich hoffe, ich kann das alles auf YouTube dann packen. Weil immer wieder Zeitverzüger dastehen. Dann ist wieder offline und was weiß ich. Aber das war so ein kleiner Einblick mal in Titan Wings of Freedom. Jetzt draußen für die PS4, Vita und die Xbox. Für die 360 weiß ich gar nicht. Möglich. Kurz nach.Sich ein ganz schönes Spiel. Find's ein bisschen schade, dass man nicht Story im Koop-Modus auch spielen kann, weil es einen Splitscreen-Modus gibt. Nicht am blödesten. Weil so braucht man nicht das Spiel. Und nicht gerade so ein Mainstream-Titel, den sie hier
freue mich schon auf die zweite Staffel des Animes, die nächstes Jahr sind. Xbox 360 Version gibt's wohl nicht. Aber das Spiel gibt's für Xbox One eben und alle drei PlayStation Systeme ist digital. Physisch gibt's das Ganze nur für die PS4 und Xbox One. Eine PC-Version wohl noch nicht. Und ja, gefällt mir ganz gut, werden noch ein bisschen weiter spielen. Ob es ein bisschen Spaß macht, wenn man das sehen konnte, ohne Unterbrechungen. Und dann bis zum nächsten Mal, vielleicht nicht mal mehr von der Xbox One, weil das ein bisschen schwierig ist.